Ja, ich stehe hier im Ämterhaus mit der SPD, mit dem alten und neuen Landtagskandidaten SPD und mit Sven Wirtz. Sven, das war viel, viel Arbeit in den letzten Wochen, so kurzfristig eine Landtagswahl und den Wahlkampf auf die Beine zu stellen. Ne? 60 Tage Wahlkampf, das ist ein Turbo-Wahlkampf, den wir gehabt haben. Das war von vornherein klar. Der hat an alle Beteiligten wahnsinnig viel abverlangt. Der heutige Abend alleine ist schon ein Grund, sich darüber zu freuen, das ist keine Frage. Aber wir haben auch gesehen, welches große Engagement sich entfaltet hat in den letzten 60 Tagen. Wie wichtig war es denn, dass ihr als Team es umgesetzt habt, diesen Wahlkampf, dass ihr diesen Wahlkampf auch angenommen habt und dass ihr wirklich zu den Bürgern hingegangen seid? Das war ganz wichtig. Also die Stimmung hat uns natürlich auch getragen, auch in diesen Wahlkampf hinein. Also gerade auch diese große Unterstützung, die wir aus Düsseldorf bekommen haben. Hannelore Kraft ist hier gewesen. Die Stimmung war innerhalb der SPD sehr, sehr gut und auch darüber hinaus. Und das hat uns getragen. Es ist ja nicht nur so, dass die SPD wieder stärkste Kraft in Remscheid geworden ist. Ihr habt ja zum Beispiel auch in Lüttringhausen, in Lennep, wo ihr teilweise hinter der CDU gewesen seid bei den letzten Wahlkämpfen. Wie wichtig ist es denn für SPD in Remscheid, dass man wirklich klar gewonnen hat? 15% Vorsprung, wie es jetzt ausschaut, bei den Zweitstimmen, ist ein deutliches Zeichen für die Stadt, bestätigt unsere Arbeit in den zurückliegenden Jahren und ist auch ein Dankeschön dafür und ist ermutigend für das, was vor uns liegt. Gerade deshalb, weil das eben auch zum Beispiel so ein Stadtbezirk wie Lennep betrifft, wo die SPD strukturell immer etwas dahinter der CDU lag, ist das jetzt wirklich ein Grund zur Freude. Wir haben ja einige Aktionen gesehen und auch mitverfolgt. Was war denn die außergewöhnlichste Aktion, die du während des Wahlkampfs durchgeführt hast? Also ich denke, das Wichtigste waren die Hausbesuche. Also dass wir immer wieder das Gespräch gesucht haben und wir auch ganz gezielt in die Stadtteile gegangen sind, wo wir als SPD bisher nicht so gute Ergebnisse hatten und da direkt mit den Menschen gesprochen haben. Und ich glaube, das ist auch so ein Schlüssel des Erfolges, dass wir auf die Menschen zugehen, dass wir nach ihrem Anliegen fragen und dass wir ihnen auch nicht das Blau vom Himmel versprochen haben, sondern versucht haben, ganz konkret uns zu kümmern als Kümmererpartei. Ja, das hört sich schon sehr, sehr gut an. Mit was für einem Schwung geht die SPD jetzt in den nächsten kommenden Wochen, Monate vielleicht auch? Nächstes Jahr stehen ja vielleicht noch weitere Wahlen an. Wie wichtig ist es für euch? Das ist ein Motivationsschub gewesen, weil wir Gott sei Dank ein wunderbar junges Team zusammenbekommen haben bei den Jungsozialisten, die das Ganze auch mitgetragen haben. Und mit Blick auf die Bundestagswahl, voraussichtlich dann im Herbst nächsten Jahres, ist das eine super Situation, mit der wir dann auch mit neuer Kraft und mit neuen Elan hineingehen können. Das ist heute für uns in gewisser Weise eine Zeitenwende, weil nach 1999, wo die SPD hier in Remscheid eine starke Niederlage erlitten hat, sind wir jetzt wieder stärkste Kraft mit einem deutlichen Vorsprung und das gilt es beizubehalten und auszubauen. Ja, vielen, vielen Dank, Sven Wolf, vielen, vielen Dank, Sven Wirtz, für das Gespräch und nochmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Sieg. Danke.